Sehr geehrte Anwesende, ich habe ja den Titel Liebe Patientin und viele Punkte bekommen. Der hat relativ viel Spielraum für mich gelassen und ich habe mich dann entschlossen, Ihnen eine zugegeben persönliche Sicht meiner Rolle darzustellen. Ich bin mir klar, dass das sicher nicht die gleiche Perspektive ist wie die von Ihnen. Ich denke, das ist sehr individuell und habe kein Recht auf Allgemeingültigkeit. Nun, wie ist es, wenn eine Patientin mir mittlerweile meistens nicht mehr im Bett, sondern eben vis-à-vis vom Schreibtisch sitzt? Was habe ich da für Rollen? Und da ist natürlich einerseits, bin ich verpflichtet, mich nach aktuellen Guidelines zu richten, mich up-to-date zu halten in meiner Ausbildung. Dann habe ich ja auch mal den Hippokratischen Eid geschworen, mich in den Dienst der Humanität zu stellen, die Autonomie des Patienten zu respektieren. Das wurde sogar jetzt im neuen Eid. In Genf wurde der vor etwa 20 Jahren nochmals neu formuliert, wurde besonders hervorgehoben. Dann sollte ich natürlich auch wirksam, wirtschaftlich und zweckmäßig sein. Da bin ich dazu verpflichtet. Ich habe auch immer den Anwalt im Nacken, der schlussendlich, je nachdem, meine Haftpflichtversicherung beansprucht. Und es gibt ja noch den Internetpranger. Jede Patientin kann mich öffentlich bewerten im Internet und wir wissen alle, dass das ganz schwierig bis fast unmöglich ist, so eine Bewertung wieder zu löschen, insbesondere wenn man sie nicht gerechtfertigt findet. Nun, ganz am Schluss, und oft wird das fast vergessen, nach all diesen Aufgaben, die ich habe, gibt es ja irgendwo auch noch einen Patienten, der mir gegenüber sitzt und auch was von mir erwartet und auch seine Haltung dazu hat. Nun, so stehe ich eigentlich in einem Spannungsfeld zwischen medizinischen Richtlinien, dem Krankenversicherungsgesetz und auch der Solidargesellschaft, die schließlich mein Tun mitfinanziert. Da auf der anderen Seite haben wir den Patientenwunsch, die sogenannte Patientenautonomie, was auch immer man darunter versteht. Und dann gibt es auch noch die Angehörigen, die auch eine Meinung haben. Und die muss nicht unbedingt die gleiche sein wie der Patient. Nun, gibt es denn eine Hierarchie dieser Pflichten? Was wiegt mehr? Die Meinung des Patienten, der Wunsch des Patienten, die Richtlinien? Wo stehe ich dazwischen? Darf ich überhaupt noch eine eigene Meinung haben? Ist eigentlich gute Medizin einfach kalkulierbar, indem ich mich an einen Algorithmus halte? Patientenload, wie ist meine Qualität überhaupt messbar? Ich denke, wie man sich entscheidet in dieser Situation, hat sicher was mit uns persönlich zu tun und darum ist es wirklich auch eine ganz persönliche Ansicht von mir. Wir wissen ja, wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind. Und dementsprechend sieht es auch jeder ein bisschen anders. Ich denke, man muss aber auch berücksichtigen, in was für einer Zeit wir leben. Wir sprechen heute von der ökonomisierten Medizin, das heißt, naturwissenschaftliche Gesetze und ökonomische Gesetze halten sich die Waage. Wir haben eine Nomenklatur von Dienstleistung, Konsument, Anspruch, Abwehrrecht, Einforderungsrecht und das ist nicht zu unterschätzen. Ich denke, auf der einen Seite haben wir den Arzt als Dienstleister, er verkauft etwas, er ist aber sehr austauschbar. Wir sprechen ja auch von Doktor-Shopping, was häufig gemacht wird von den Patienten. Wir sind austauschbar, solange wir uns einfach an die aktuellen Leitlinien halten. Ob ich das erzähle oder jemand anders, spielt auch keine Rolle. Der Patient ist vielmehr ein Kunde geworden, er geht ins Internet, er schaut sich das Ranking an, zu wem will ich gehen. Er ist mittlerweile dank Google auch kompetent und natürlich, überall wird gesagt, der Patient soll autonom sein dürfen und er soll es auch sein. Nun, dazwischen haben wir die Gesundheit als Konsumgut. Sie sehen, das ist eine Reklame von einer Krankenversicherung. Die heißen ja gar nicht mehr Krankenversicherung, sondern die heißen Gesundheitskasse. Und was sie verkaufen, ist eben Gesundheit. Und man hat manchmal den Eindruck, man hätte wirklich ein Recht drauf und auch einen Anspruch auf Garantie. Gesundheit ist auch verhandelbar. Und es ist kein Witz, dass man im eBay konnte man einen Augencheck ersteigern. Das heißt, alles wird auch käuflich und dementsprechend auch möglich. Gesundheit wird beworben, das ist, man kann da auch 100 Franken sparen, je nachdem.
Sie sehen, das ist eine Reklame von einem Zürcher Tram, das eine Brustaugmentation für 9.800 Franken. Auch das USZ hält sich nicht zurück, das ist nicht auf dem Tram, sondern im Tram. Wir reparieren Herzen, wir bieten dem Krebs eine Stirn, was auch immer das heißen mag. Ich denke aber, dass man den Patienten als Kunden hinstellt, das ist nicht immer ganz passend. Und ich glaube, Professor Rogl vom Unispital hat richtig gesagt, der Patient ist Kunde. Das gilt eigentlich nur, solange man gesund ist. Nun, wie ist es denn im medizinischen, onkologischen Kontext, wenn man dann mit einer Krebspatientin, eine Krebspatientin vis-à-vis sitzt, eine Patientin, die mit Krebs konfrontiert ist? Und Jean-Christoph Schlingensief sagt in einem Interview, die Diagnose Krebs bedeutet Trennung von der Normalität. Ich denke, man fällt aus seiner eigenen Wirklichkeit heraus und merkt insbesondere, dass eigentlich die Wirklichkeit, die man hatte, rein subjektiv war. Es gibt ein Leben vor und nach der Diagnose, das würden alle Krebspatienten eigentlich so sagen, die Diagnose ist wie eine Zäsur. Und ich glaube, da von autonomen Patienten, Kunden zu sprechen, wäre nicht richtig hinzuschauen. Nun, was heißt eigentlich Autonomie? Autonomie heißt, ohne Hilfe von anderen auskommen. Geht das, wenn man Krebs hat? Ich denke, die Definition von Giovanni Maio viel passender, nämlich die Fähigkeit, mit den unvermeidbaren Verhältnissen der Angewiesenheit so umzugehen, dass man durch sie hindurch man selber sein kann. Ich denke, da sehe ich meine Aufgabe. Und zwar geht es darum, die Brücke zwischen medizinischem Wissen und der ganz speziellen individuellen Lebenssituation der Patientin herzustellen. Was braucht es eigentlich dafür? Es braucht einerseits Gesprächsbereitschaft. Man muss sich vertrauenswürdig und auch verlässlich zeigen gegenüber der Patientin. Man sollte die Patientin verstehen, auf das möchte ich noch später zurückkommen. Und so hat man eine Möglichkeit, eine kreative und individuell passende Lösung für die Patientin, Lösung oder einen weiteren Schritt, einen Entscheid für einen weiteren Schritt zu gehen, zusammen zu fällen. Mir kommt es immer ein bisschen vor wie ein Tanz, weil es braucht dazu Spielraum. Einmal geht der eine auf den anderen zu, einmal geht der andere auf sein Gegenüber zu. Einmal übernimmt der Arzt die Führung, einmal vielleicht der Patient. Und das sollte sich eigentlich immer wieder wechseln und aber auch im Gleichgewicht halten. Ich denke, ganz wichtig ist dieses In-Beziehung-Treten, sich aufeinander zu bewegen, manchmal wieder ein bisschen zurück und dann wieder zu, das ist kein Ersatz für Kompetenz. Es ist eine Voraussetzung. Nun, was heißt eigentlich Verstehen? Verstehen heißt, hinzuschauen, dass der Patient das Gefühl hat, ich werde gesehen. Ich werde in meiner ganz eigenen Situation, mit meinem eigenen Lebenshintergrund gesehen. Der Patient ist eben nicht Symptomträger, das Mammakarzinom, sondern es ist eine Frau mit ihrer eigenen Lebensgeschichte, welche jetzt ein Mammakarzinom bekommen hat. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, verstehen heißt nicht einverstanden sein. Das heißt, verstehen heißt nicht, dass wir alles das übernehmen, so wie die Patientin sich das vorstellt. Verstehen heißt, die Argumente entgegenzunehmen, auch sich darunter vorstellen, warum denkt die Patientin so. Aber es kann auch sein, dass man irgendwann der Patientin vielleicht das sagt, ich verstehe Argumente, aber hier trennt sich unser Weg und ich kann sie nicht weiter begleiten. Nun, unter solchem Aspekt versteht man dann vielleicht auch, warum die ältere Dame mit einem hochaggressiven triple-negativen Mammakarzinom keine Chemotherapie will. Vielleicht war sie das ganze Leben selbstständig alleinstehend und hat eine panische Angst, nicht mehr selbstständig sein zu können. Oder eben die Frau, die trotz keinem nachgewiesenen Benefit für ihr Survival eine kontralaterale Mastektomie möchte. Oder eben die BRCA-positiv ist und in höchster Gefahr ein Mammakarzinom zu bekommen und eben nicht die prophylaktische Mastektomie möchte. Dass Verstehen einen Einfluss hat auf den Therapieoutcome, zeigt schon eine ganz alte Arbeit von 1984, es geht dort zwar um Psychotherapie, aber nichtsdestotrotz, wo die beiden Faktoren, die am entscheidendsten waren für den Erfolg der Therapie, war eben nicht nur der Ratschlag, sondern eben auch das Verständnis des Therapeuten.
Und in einer ganz aktuellen Arbeit von 2018, wo es um Compliance geht, ist auch dort, was ist eigentlich entscheidend, dass die Patientin unsere Therapie mitmacht? Das ist nicht nur, dass wir sie aufklären, warum und wieso, sondern dass sie eben auch das versteht und die Kommunikation stimmt. Und ich glaube, Frau Dr. Elfken, die wird in ein paar Jahren sicher mehr noch dazu sagen können. Jetzt denken Sie sicher, boah, was müssen wir alles können, immer up to date sein und da müssen wir uns noch so viel Zeit und so viel Verständnis für die Patientin nehmen, das ist doch ziemlich anstrengend. Ich persönlich finde eigentlich, es gibt Sinn meiner Tätigkeit und es wertet sie auch massiv auf und es macht auch mehr Freude, so zu arbeiten, ist die beste Burnout-Prophylaxe. Nun, schon Søren Kierkegaard, ein Philosoph aus Skandinavien, sagte, die Rede dessen, welcher aus Erfahrung spricht, hat immer Autorität. Und dementsprechend freut es mich, dass Sie jetzt die Sicht der Patientin hören. Vielen Dank.